Guten Abend, meine Damen und Herren. Basketball ist angesagt. In der Europa-Liga fiel am Abend die Entscheidung, ob es Alba Berlin als erste deutsche Mannschaft schafft, das Viertelfinale eben dieser Europa-Liga zu erreichen. Aus diesem Grund haben wir unser Programm geändert und bitten die Freunde des Spielfilms um Verständnis, dass sie noch ein bisschen warten müssen. Aber Sport-Action ist ja manchmal viel spannender als der bestgemeinte Krimi. Und diese Basketball-Europa-Liga, die hat es wirklich in sich. Die Ausgangsposition ist klar, zwischen Alba und PAOK Saloniki steht es 1:1 nach zwei Spielen. Das heißt also, jeder hat ein Spiel gewonnen in diesem Achtelfinale. Nun das entscheidende dritte Spiel, das dann natürlich auch die Frage beantwortet, ob es Alba Berlin an diesem Abend gelingen würde, Basketballgeschichte zu schreiben. Die Antwort weiß unser Reporter Andreas Witte. Die Bildführung hat Volker Drews. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auch vom Reporterplatz aus. Ja, das wird heute ein Krimi werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein enges Spiel erwarten eigentlich alle, die die beiden Partien vorher gesehen haben. Die deutliche Niederlage in Saloniki spielt nicht so eine Rolle, denke ich mal. Und bei den Albatrossen, wenn wir jetzt aufs Feld blicken, sehen wir, dass Lütke in der Anfangsformation mit dabei ist, mit Karasev, Alexis, Welp und Harnisch. Rödel sitzt auf der Bank, zwar aber der Kapitän ist so verletzt, dass er wahrscheinlich doch nicht wird eingreifen können. Die Griechen haben wir vielleicht auch noch mal ganz kurz vorliegen. Nikolaidis, Stojakovic, Rowan, Shackelford und McGrady, Center, die Amerikaner unter dem Korb. Eine Macht. Es kann losgehen, die Schiedsrichter Reuven Verunik aus Israel und Amande Kaiser aus Belgien. Erster Ballbesitz für PAOK Saloniki. Alexis gegen Shackelford, Lütke gegen Rowan. Also eine Verteidigungsvariante bei den Berlinern. McGrath gegen Welp, der ebenfalls Stadthamming in der ersten Fünf steht diesmal. Harnisch mit dem ersten Rebound, er sichert sich den vom Korb zurückspringenden Ball. Karasev, Harnisch. Wieder Karasev. Mann-gegen-Mann-Verteidigung auch beim griechischen Meisterschaftsdritten. Tor zählt nicht, Vorschrittfehler von Harnisch bei der Ballannahme. Ballbesitz Saloniki. Ja, da war der Schrittfehler deutlich zu sehen. Nikolaidis, Bouduris bei den Griechen nicht dabei, steht auch nicht auf dem Block, der in den anderen beiden Spielen, die es gegeben hat, den Aufbau und die Spielorganisation besorgte. Er ist verletzt. Aber Nikolaidis ist nicht schlecht, da ist er mit der 5. Welp. Schöner Block von Welp. Karasev. Wichtig, dass der Russe gleich zum Auftakt das richtige Händchen findet. Foul von Lütke gegen Rowan und er hat ihn zum Amerikaner beordert, denn Rowan tat der Mannschaft doch weh in den vergangenen beiden Spielen in Berlin. 21 Punkte bei der 75:77 Niederlage am Dienstag vergangener Woche. Und dann 19 Zähler beim 81:60 Erfolg der Griechen am vergangenen Donnerstag in Saloniki. Lütke soll das besser machen diesmal. Shackelford. Harnisch nimmt direkt aus der Luft den Dreier. Drei-Punkte-Wurf von Henning Harnisch. 5:0 Führung. Stojakovic, da ist er, das größte Basketballtalent in Europa. Und jetzt wissen Sie warum. Dreier von Stojakovic, über den mindestens die Hälfte aller griechischen Angriffe laufen. Nachgesetzt hat Alexis, ein sogenannter Tip-In mit den Fingerspitzen zur 7:3 Führung. Defense,
Rowan gegen Lütke. Gute Reboundarbeit bisher der Berliner. Da waren sie in den beiden vergangenen Spielen im Nachteil gegenüber den Griechen, aber bisher sieht das recht gut aus. Karasev, 3-Punkte-Wurf und er zählt. Und er wird noch gefoult und kriegt einen Bonuswurf dazu. Toller Auftakt für Vasily Karasev, den russischen Aufbau-Nationalspieler. Nikolaidis für 3. Zvi Scherf, israelischer Trainer von PAOK Saloniki. 11:8 Führung. Immer noch 3 Zähler Vorsprung. Aber so schnell kann es gehen. Hanisch. Schön gespielt, nutzt seinen Größenvorteil gegen Nikolaidis. Ein sogenanntes Mismatch. Hier sehen wir es, Hanisch mit seinen 2,2 Meter wesentlich größer als Nikolaidis, der nur 1,86 ist. Offensivfoul jetzt auch auf der Gegenseite. Vom israelischen Schiedsrichter hier im Vordergrund angezeigt. Und der Übeltäter war Shackelford. 4 Fouls dürfen die Spieler machen. Beim 5. sind sie draußen und müssen sich das Ganze von der Bank aus ansehen. Also man muss schon ein bisschen haushalten. Hanisch, 3-Punkte-Wurf. Ja! Sehr gute Trefferquote der Berliner in der Anfangsphase und schon 8 Punkte für Hanisch, der seinen 2. Dreier markiert. Nikolaidis, Shackelford, schönes Anspiel. Alexis, guter Einsatz. Zunächst von Welp und dann auch von Lütke. Heider wird gefightet heute, schön gekämpft. Wird Sprungball geben an der Freiwurflinie der Griechen. Ja, Lütke mit 2,1 Meter deutlich größer als Nikolaidis. Wer springt besser? Oh, mit etwas Glück behalten sie den Ball. Und die Kulisse ist voll da heute hier. 3-Punkte-Wurf-Versuch, der erste Fehlversuch von Vasily Karasev. Foul von Hanisch, Korb zählt nicht. Zweites Foul von Hanisch, da muss er sich schon ein bisschen vorsehen. Verkürzt auf 16:20 aus Sicht der Griechen. Schönes Anspiel auf Alexis. 4 Punkte jetzt für Wendell Alexis, der mit einem Schnitt von 18,1 Zählern der beste Korbschütze der Berliner in der laufenden Europaliga-Saison ist. Stojakovic, das ist die Gefahr, wenn man eine Ballraumverteidigung spielt, dass dann die Schüsse von außen kommen. Aber solange sie nicht treffen, kann man sich das erlauben. Und man spielt natürlich auch so, weil man im Moment ohne Hanisch nicht den richtigen Gegenspieler in der Verteidigung für
Stojakovic hätte. Alexis nimmt den Dreier, trifft ihn aber leider nicht. Ich habe es Ihnen gesagt, mit der Trefferquote, das kann nicht ewig so weitergehen. Da spielt sich in der Regel, was die Zwei-Punkte-Würfe anbelangt, so bei über 50% ein, wenn es gut läuft. Und bei den Dreiern sind wir schon sehr zufrieden, wenn es bei 35-40% endet. Nikolaidis. Ja, Moment, die Raumverteidigung, sehr effektiv der Berliner. Lüttke, ebenfalls 3-Punkte-Versuch und er trifft. Stojakovic, schöner Pass auf Scheckefort. Ja, dadurch, dass sie die Außenpositionen besser abschirmen, haben sie ein bisschen Probleme unter dem Korb. Das ist in dieser Phase des Spiels nicht zu übersehen und das nutzt vor allem Scheckefort, der mittlerweile schon 10 Punkte erzielt hat. Ein bisschen geschubst hat dort Rowan. Bisher noch ohne Punkt der Amerikaner und das ist sicherlich auch ein Grund, warum ihn Zvischerf jetzt herausgenommen hat. Mit der 9 ist Valoyanis für ihn gekommen. Hamming jetzt bei den Berlinern im Spiel für Christian Welk. 2-Punkte-Wurf von Bogojevic. 7 Minuten 40 Sekunden noch in der ersten Halbzeit und 11 Zähler Führung. Das kann sich sehen lassen. Hanisch ist wieder in der Partie. Kleine Verschnaufpause jetzt wieder gegen Stojakovic, der bis überhaupt nicht draußen war. Aber jetzt zum ersten Mal richtig durchdringt. 5 Punkte mittlerweile für Stojakovic. Schlechtes Anspiel von Hamming. Bogojevic gegen Nikolaidis. Der kann sehr hart verteidigen. Wladimir Bogojevic. Und er soll auch richtig Druck machen. Gut verteidigt. Und dann Schnellangriffe spielen. Das ist das Rezept. Zählt. Foul von Nikolaidis, aber der Korb zählt durch Marko Pešić. Bonusfreiwurf für ihn von der Linie. Fehlversuch, Valoyanis. Und wieder Ballgewinn. Hanisch! Ey, der trifft ja heute alles. Unglaublich. Und er hat Lust zu spielen. Schauen Sie mal. Schauen Sie in seine Augen und deuten Sie diese Geste. Und wenn er richtig Lust hat, dann ist er am besten. Glanzpartie bisher von Henning Hanisch. 12 Punkte für ihn. Und entsprechend feuert ihn die Kulisse auch an. Der Freiwurf. Ja! Ein Schluck aus der Pulle durch Zvischerf. Den kann er auch gut gebrauchen, denn 2 Minuten 39 Sekunden vor Schluss der ersten Halbzeit liegt sein Team mit 25-41 zurück. Freiwürfe für die Berliner durch Karasev. Der erste Freiwurf, der heute vorbeigeht, ausgerechnet durch den Mann, der eigentlich die beste individuelle Freiwurfquote hat. Zweiter drin, 9 Punkte für Karasev und 42-25, 17 Punkte Vorsprung für Alba Berlin. Die Partie ist noch längst nicht vorüber, nicht zu früh verlocken, aber das ist eine tolle erste Halbzeit, die die Berliner hier spielen. Drittes Foul von Lüttke, der jetzt die Bewachung von Stojakovic übernommen hat, weil Hanisch mittlerweile wieder auf der Bank sitzt. Freiwürfe für das größte Talent in Europa. 20 Jahre ist der Junge erst alt.
Und er ist der beste Werfer in der gesamten Europa-Liga von allen Teams mit einem Schnitt von 21,8 Punkten bisher. Heute sind es insgesamt bisher 7. Karasev. Ja, der trifft heute. Wirklich klasse. Der hatte so schlechte Spiele, was seine Trefferquote anbelangt. In der ersten gewonnenen und auch in der verlorenen Partie in Saloniki. Und alle haben sich gefragt, was ist denn mit dem Jungen los? Der muss doch irgendwann mal sein Händchen wieder finden. Heute ist es soweit. Noch 2 Minuten in der ersten Halbzeit und 45:27 Führung. 11 Punkte für Vassili Karasev. Bisher 15 für Henning Arnisch. Fehlwurf von Stojakovic. Aber Rowan. 5 Punkte jetzt auch für Rowan. Und er gerät in Verzweiflung hier. Svischerf spricht nochmal mit den Schiedsrichtern und feuert sein Team an. Arik Babu. Da hat er Glück gehabt. Sah etwas ungelenk aus. Er hat Probleme dort bei den Bewegungen unterm Korb. Sie wollen jetzt natürlich viel geordneten Halbfeldangriff spielen. Das sogenannte Setplay, um auch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Dreier zählt! Dreier zählt von Christian Wild. Oh, das haben wir lange vermisst hier in Berlin. Über lange Phasen der Saison. Wo war seine alte Distanzstärke geblieben, hatten sich viele hier gefragt. Und in den letzten Partien hat er sie wiedergefunden und beweist das auch heute. Noch eine gute Minute in der ersten Halbzeit. Es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich Spiele verlaufen können. In Saloniki am vergangenen Donnerstag die Mannschaft chancenlos, jetzt mit 20 Zählern in Front. Shackelford verpasst die Chance zu verkürzen von der Linie. Aber er hat noch einen zweiten. Zweites drin. 50% Freiwurfquote bei den Griechen, 90% bei Alba. 62% Dreierquote bei den Berlinern gegenüber 37% bei Saloniki. Das ist hier bisher der Schlüssel zum Erfolg. Die gute Trefferquote und natürlich auch die sensationell gute Verteidigungsarbeit, die ergänzt wird durch das gute Reboundverhalten der Berliner bisher in der ersten Halbzeit. Zweites Foul von Shackelford, Freiwürfe für Christian Wendt. Einer der besseren Freiwürfer im Team mit einer Quote von 77% im Schnitt. Ja, das unterstreicht auch hier. 21 Punkte Vorsprung. Die letzten Sekunden der ersten Halbzeit laufen. Wird auf jeden Fall noch mal einen Alba-Angriff geben. Shackelford. Gut verteidigt von Welp, der dort im richtigen Moment die Finger wegnimmt, aber vorher Kontakt aufnimmt und mit dem Körper. Ganz toll verteidigt. Jetzt werden sie versuchen, die Uhr herunterzuspielen. Rückspiel. Das sind so kleine Nachlässigkeiten und Fehler, die eigentlich nicht passieren dürfen, die man sich momentan erlauben kann wegen des hohen Vorsprungs, aber das ärgert natürlich. Denn jetzt werden die Griechen natürlich noch mal versuchen, zu einem Korberfolg zu kommen. Oh! Klassisches Missverständnis. Und Karasev. Das Geschenk nicht angenommen, sondern gleich wieder zurückgegeben durch Park Saloniki. Rowan, schwieriger Wurf. Nochmal die Berliner. Und dann ist die erste Halbzeit vorbei.
Ja, fast schon sensationelle, man muss ja mit dem Wort vorsichtig sein. Aber in der Höhe auf jeden Fall sehr, sehr überraschende 53:30 Führung zur Pause. Beste Werfer bei den Berlinern, Harnisch mit 15 Zählern und Karasev mit 14. Bei den Gästen von Park Saloniki, Shackelford mit 11 Punkten und Stojakovic mit 7 Punkten. Bei den Berlinern gibt es noch eine Option, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Alexis, das ist ihr bester Mann eigentlich, was die Offensive anbelangt. Der Junge hat erst 4 Punkte und ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was. Da können wir noch ein bisschen was erwarten. Bisher Harnisch absolut über seinen Verhältnissen spielend, was die Korb-Erfolge anbelangt. Die Berliner beginnen so, wie sie auch in der ersten Halbzeit starteten, mit Harnisch, mit Alexis, mit Lüttke, mit Welp und mit Karasev. Auf der Gegenseite Rowan, McRae, der dort zum Sprungball bereitsteht, dann Stojakovic, Shackelford und Nikolaidis. Beim Sprungball ist kaum was zu machen gegen McRae, der wirklich gewaltige Muskeln hat da und halt unheimlich viel Schnellkraft und sehr schnell oben ist. Stojakovic für 3. Ja, ich glaube, der Korb wird hier McRae gut geschrieben, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht doch Rowan war, schauen wir mal. Nee, das war McRae, der dort nachfasst. Schlechter Pass von Alexis. Da müssen sie aufpassen, dass sie nicht gleich zu Beginn hier schon das Gefühl haben, dass der Gegner jetzt so richtig wieder in die Partie kommt. Foul an Nikolaidis von Karasev, sein erstes. Lüttke. Foul von Nikolaidis. Mutig von Lüttke auch gezogen. Das dritte Foul des griechischen Aufbauspielers. Foul vorm Zweierkontakt zum Korb, deswegen keine Freiwürfe, sondern Einwurf Grundlinie für die Berliner. Harnisch gegen Stojakovic. Da ist zu eng, da muss er rauspassen. Oh, macht er trotzdem. Leicht Schrittfehler verdächtig, würde ich meinen. 17 Punkte jetzt schon für Henning Harnisch. Schauen wir noch mal hin. Oh ja, eindeutiger Schrittfehler, aber vom Schiedsrichter übersehen. Shackelford, gefoult von Welp, der rüberreicht. Sein drittes Foul. Arne Christian, der muss ein bisschen aufpassen jetzt. Ja, voll an den Arm gegriffen. Korrekte Entscheidung. 55:32 Führung für Alba Berlin. 18 Minuten 43 Sekunden noch zu absolvieren in der Begegnung. Freiwürfe für Shackelford. Der erste ging vorbei. Oh, zweiter auch vorbei, aber McRae mit dem Rebound. Ja. Also doch noch 2 Punkte für Park Saloniki. Die Berliner werden jetzt sicherlich auch viel Halbfeldangriffe spielen. Das heißt, Zeit von der Uhr runterspielen bei dieser Führung. Alexis. Gut aufgepasst. Schön verteidigt von Wendell Alexis. Harnisch steckt auf Alexis. Elegant! Oh, der Iceman, wie sie ihn nennen. Abgeklärt, kühl und so ästhetisch. . 57:37, 17 Minuten 30 Sekunden noch in der ersten, hätte ich fast gesagt, in der zweiten Halbzeit natürlich. Wieder so ein schlechter Pass von Hamming, das sahen wir schon in der ersten Halbzeit. Und Rowan zieht daraus seine Nutzen. Also Welt klar stärker bisher als Hamming und das ist sicherlich ein Handicap, dass er jetzt auf der Bank sitzt. Ja, nicht gut genug der Pass für Alexis, um dort direkt zum Wurf hochgehen zu können.
Ah, sie spielen jetzt ein bisschen Larifari. Toller Block. Monsterblock von Henning Harnisch gegen Nikolaidis. Auch solche Aktionen sind wichtig, putschen emotional auf. Wow! Bisschen mehr Ruhe und Konzentration jetzt wieder im Angriff und mal erfolgreich abschießen, auch das wäre jetzt wichtig. Es hat einen Foul gegeben. Ein Wechsel zuvor auch. Marco Pešić ist drin für Lütke, der mit 4 Fouls jetzt ebenfalls vorerst auf der Bank sitzt. Stojakovic mit seinem ersten Foul. Harnisch jetzt auf der Ballverteilerposition. Oh, der spielt so gut heute, der spielt so großartig. Das muss man auch mal in der Deutlichkeit sagen. 19 Punkte für Harnisch, der seine Wendigkeit ausnutzt gegen die etwas schwerfälligeren Amerikaner dort unter dem Korb. Sie suchen immer wieder Stojakovic und Rowan. Die beiden sollen es richten und das sind auch die gefährlichsten Schützen. Jetzt schon 12 Punkte für Rowan, 14 für Shackleford, 7 für Stojakovic. Ah, die sind bissiger jetzt in der Verteidigung, das sieht man an den Ballgewinnen, die sie dort zu verbuchen haben. Harnisch, na, der war zu weit. Schöner Pass auf Karasev. Ja! 3-Punkte-Wurf durch Vasili Karasev. Sein zweiter in der Partie. 17 Punkte für Karasev. 19 für Henning Harnisch. Pešić gegen Rowan. Karasev gegen Nikolaidis. Alexis gegen McRae. Hamming gegen Shackleford. Aber Rowan, der kommt jetzt. Glück gehabt. Und das muss natürlich Ballbesitz für die Berliner sein, denn sauber geklemmt dort oben hatte McRae. Das war okay. Kein Foul. Aber er hatte den Ball zuletzt berührt, bevor dieser die Seitenauslinie überschritt. Karasev für 3. Oh, der trifft heute. Oh, sein dritter Dreier. 20 Punkte für Vasili Karasev. Stojakovic. Madrid, Mailand, Treviso, alle wollen sie ihn haben. Die Rechte an ihm hat Sacramento, ein Verein aus der amerikanischen Profiliga NBA. Aber viele vermuten, dass das seine letzte Saison bei PAOK Saloniki sein wird. Denn dieser Mann ist fast unbezahlbar geworden. Alexis, ich hab's Ihnen gesagt, zweite Halbzeit. Von dem kann noch ein bisschen kommen und er dreht jetzt auf. Schrittfehler. Natürlich nicht bei dieser Szene, sondern jetzt schon wieder auf der Gegenseite durch die Griechen. Ballbesitz für Alba Berlin. Der Spielstand stimmt nicht. 69 zu 50 heißt es. 69 zu 50 und noch 11 Minuten und 40 Sekunden. Karasev. Oh! Das ist ja unfassbar. Von 5-3 Punkte wirfen getroffen durch den russischen Nationalspieler. Und da wird er gedoppelt. Rowan in der Verteidigung steckt dann schön raus auf Shackleford. Nikolaidis versucht sich an einem 3-Punkte-Wurf und Rebound durch die Berliner. Es scheint so, als ob sie das Spiel langsam wieder in den Griff bekommen. Und er, Vasili Karasev, hat gerade angedeutet, er möchte ausgewechselt werden. Er ist alle, er pumpt. Deswegen wird sicherlich gleich Bogojevic kommen. 2 gegen 1. Und den macht Shackleford.
Und die Berliner jetzt mit Pešić, mit Bogojevic, mit Arik Babu, Harnisch und Alexis. Mit 4 Fouls auf der Bank, Lütke und Welp. Haben Sie Glück gehabt, dass Sie dranbleiben? Die Technik ist Steven Arik Babus Sache nicht unbedingt, aber vom Einsatz her, vom Körper her, bringt er einiges mit, was ihn qualifiziert, um dort unter den Körben so richtig hinzulangen. Wendell Alexis nimmt den 3-Punkte-Wurf und er trifft ihn. Er taut richtig auf in der zweiten Halbzeit, der Amerikaner, Basketballer des Jahres in Deutschland. Acht Minuten noch, 78 zu 54 Führung, 24 Punkte Vorsprung, Nikolaidis für 3. Die Berliner. Und Foul von Nikolaidis, der Korb zählt. Und es wird noch Freiwurf für Marko Pešić von der Linie gehen. Oh, schauen Sie mal in dieses Gesicht. Das sieht nach einem Sieger aus heute. Viertes Foul von Nikolaidis. Deutlich zu sehen hier. Und Pešić macht ihn ganz sicher. Ihr könnt nach Hause fahren, singt das Publikum zu Recht. 7 Minuten vor Schluss der Begegnung führt Alba mit 84 zu 58. Und Alexis baut diesen Vorsprung noch aus. Sechs Minuten noch für ihn, für Svetislav Pešić und seine Mannschaft. 86 zu 61 Führung. Da kann nichts mehr passieren. Das spielt man jetzt locker und vielleicht, wenn wir Glück haben, auch schön zu Ende. So zum Beispiel. Ja, tolle Aktion zwischen Alexis und Bogojevic, dieses wunderbare Duett. Beim Center können sich das Ganze in Ruhe von der Bank aus ansehen. Auch wenn Shackelford hier nochmal verkürzen kann, er mit 18 Punkten der beste Werfer bei den Griechen. Jetzt nicht leichtsinnig werden. Nicht rumdaddeln, sondern sauber zu Ende spielen. Alex ist zuletzt dran, deswegen Einwurf für die Griechen. Peral ist jetzt mit von der Partie mit der Nummer 10. Ebenfalls ein Mann mit spanischem Pass. Auch er wird an der deutlichen Niederlage seiner Mannschaft nichts mehr ändern können. Bogojevic auf Karasev und den trifft er immer noch. Obwohl er so hart bedrängt wird. Vasily Karasev. Hey. Und da freuen sie sich. Zu Recht. Trotz dieser Bedrängnis, der Korb von Karasev. Tolle Partie heute von Vasily Karasev. 25 Punkte durch den gebürtigen St. Petersburger, der in dieser Saison neu zu Alba Berlin kam und Sascha Obradovic, den vorherigen Aufbauspieler, vergessen. Der vielleicht letzte Angriff. So, die Griechen nicht mehr faulen, aber was sollte das noch? Sie werden die Uhr runterspielen jetzt, die Berliner. Sie haben alles erreicht. Sie haben gewonnen. Sie haben ein klasse Spiel gezeigt. Sie haben die Griechen deklassiert. Sie sind im Viertelfinale. Basketballherz, was willst du mehr an einem solchen Abend? Ein großes, rauschendes Fest. Das sicherlich noch lange nicht zu Ende ist heute Abend. Nochmal Freiwürfe für Wladimir Bogojevic.
die letzte Sekunde. Und dann ist der Triumph perfekt. Kakius ist nochmal. Aus, vorbei. Alba Berlin gewinnt mit 104:71 und zieht zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Vereinsbasketballs in ein Viertelfinale des Meisterwettbewerbs ein. Dort wartet Ende März AEK Athen. Und wenn Sie noch einen draufsetzen, dann könnten Sie sich vielleicht sogar für das Turnier der letzten vier, das Final Four in Barcelona, im April qualifizieren. Doch das ist Zukunftsmusik. Freuen wir uns über einen wirklich großartigen Abend heute von 9000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle. Hat Alba von Beginn an die Akzente gesetzt und für einen Meilenstein in der Geschichte des deutschen Basketballs gesorgt. Ja, was für ein Triumph, wirklich auch ein großer Tag für den deutschen Basketballsport, der nicht erfolgverwöhnt ist. Und natürlich auch Freude bei Svetislav Pešić, dem Trainer von Alba Berlin, im Gespräch mit Hajo Seppelt. Pešić, wir haben heute unheimlich entspannt gewirkt während des Spiels, so wie man sie ganz, ganz selten sieht. Haben Sie mit einem solchen Ergebnis gerechnet? Ich glaube kaum, oder? Wir haben jederzeit gesehen, das war unser bestes Spiel. Also Saisonbestes Spiel. Und was soll ich anderes sagen? Also alles, was wir probiert haben, hat heute geklappt. Viele Dreier, viele Pässe, vor allem unglaubliche gute organisierte Defense. Und ja, das passiert einmal im Jahr, solches Spiel. Aber so ist das im Leben, was im Basketball. Wir haben heute, wie gesagt, so gut gespielt, dass andere Mannschaft da gewesen wäre, hätte auch keine große Chance zu gewinnen. Und ganz besonders gut gespielt hat einer, dem fast alles gelungen ist, Henning Harnisch. Es hat sehr gut geklappt, was soll ich sagen. Es war so, dass ich die ersten beiden Spiele schon durch meine Verletzung gehemmt war in der Offensive und dann auch gegen diesen sehr starken Angriffsspieler Stojakovic spielen musste. Heute habe ich mir vor dem Spiel gedacht, ich spiele ein bisschen aggressiver in der Offensive und setze ihn dadurch unter Druck. Und ich glaube, damit hat er nicht wirklich gerechnet. Und wenn man dann trifft, dann klappt das natürlich. Also es war jetzt so ein Tag, klar, da ging sehr, sehr viel gut für mich. Andreas Witte hat es angedeutet, dass jetzt Alba Berlin im Viertelfinale wieder auf eine griechische Mannschaft trifft, nämlich auf AEK Athen, und in dieser Form durchaus eine lösbare Aufgabe. Ein Hinweis auf die nächste Sportsendung in der ARD am Samstag um 8.45 Uhr. Das geht bis 14.30 Uhr. Also richtig kompletter Sport in der ARD mit Ski-Weltcup-Finale, Paralympics aus Nagano, Biathlon-Weltcup-Finale und Eisschnelllaufen-Weltmeisterschaft im Mehrkampf. Der jetzt folgende Spielfilm kann nicht von Alba handeln, denn da geht es um eine rote Laterne und von der ist Alba meilenweit entfernt. Ihnen aber viel Spaß bei diesem Spielfilm und nochmal danke für Ihr Verständnis, dass Sie so lange geduldig gewartet haben. Aber den Basketball-Hit, den wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Nach dem Spielfilm dann eine gute Nacht. Tschüss und auf Wiedersehen.